länger. Das könnte daran liegen, dass die Polizei hier ohnehin im Dauereinsatz ist. Eine Großrazzia rund um den Bahnhof. Vergangenes Jahr wurden über 58.000 Personen kontrolliert. Viele von ihnen stammen aus Afghanistan, Marokko oder Tunesien. Ein Fakt, der Unmut auslöst. Also hier sind dunkelhäutige Leute mit dem Polizei auf der Straße oder was? Wir haben auch Deutsch dabei, keine Sorge. Ja, ich bin immer gerade. Ja, da hinten kommt nur Schwarze. Ja, ist in Ordnung. 2016 waren laut Polizeistatistik mehr als 70% aller Tatverdächtigen Flüchtlinge. Der Polizeipräsident spricht aber lieber von Zuwanderern.